Die Suche war auch schon einfacher. Raphael Ayer vom Schweizer Vogelschutz beobachtet die Entwicklung der Vogelbestände in der Schweiz seit langem. Sie bereitet ihm Sorge. Es gibt nur noch 44% Arten, die nicht gefährdet sind, und das ist wenig. Also die Lage ist dramatisch. Turteltaube, Kiebitz oder Grauammer. Ihre Bestände haben über die letzten 40 Jahre drastisch abgenommen. Wir begleiten Raphael Ayer auf das große Moos zwischen Murten und Bielersee. Hier beobachtet der Biologe eine Kiebitzkolonie. Dabei helfen auch Fotofallen, damit man das Feld auch in der Nacht beobachten kann. Auch der Kiebitz, der sich hier auf dem Feld im Seeland niedergelassen hat, ist gefährdet. Die Hauptproblematik ist wirklich beim Rückgang von Vögeln im Landwirtschaftsgebiet. Und hier haben wir die Problematik, dass die agrarpolitischen Rahmenbedingungen nicht günstig sind für die Förderung der Biodiversität. Heißt konkret, Vögel haben auf Landwirtschaftsflächen zu wenig Platz, um sich auszubreiten, verlieren ihre Nahrungsgrundlage. Die Kiebitze leben auf dem Feld von Bauer Roger Schwab. Der Landwirt kann die Kritik der Vogelschützer nachvollziehen, aber unsere Partner sind angewiesen auf ihre Produkte durch die Verträge, die wir mit ihnen abschließen. Und so können wir, haben wir auch nicht freien Spielraum, was wir wollen und was die Fabrik will und was der Vogelschutz will. Doch hier arbeiten Bauer und Vogelschützer zusammen, geben den Vögeln genügend Raum und sichern so die Artenvielfalt. Der Bestand der Kiebitze hat in den letzten paar Jahren zumindest wieder leicht zugenommen.